Musical-Premiere von Sie spielen unser Lied in Stockerau. Ich habe das jetzt wie eine Geburt empfunden und wie bei vielen Schwangeren, denke ich mal, ist es ja so, dass man irgendwie kurz davor an sich denkt, bitte, jetzt soll es eigentlich mal einfach passieren. Alfons Heider gewann zumindest einen neuen Fan. Was hat denn dir am besten gefallen? Das mit dem hier geschrien hat, so Leon. Vom Alfons, wenn ich jetzt ehrlich sein muss, hätte ich nicht erwartet. Also ich habe gedacht, ja, tanzen kann er nicht, dann hat er gezeigt, er kann tanzen. Und dann singen kann er nicht, hat er gezeigt, er kann singen. Also muss ich sagen, hervorragend. Ja, das Stück, ich habe das gesehen am West End, wie es rausgekommen ist, in London, das war vor 32 Jahren knapp oder 31 Jahren. Und ich habe da die Weise, ich bin sofort das nächste Wochenende mal Geld von meiner Mutter geborgt, bin noch einmal nach London geflogen und habe es dreimal hintereinander angeschaut. Und um was geht es in dem Broadway-Klassiker, der von Gabriel Barilli inszeniert wurde? Um die Liebe in erster Linie. Ums Leben. Mann und Frau, sie sind doch von verschiedenen Planeten, ja? Und das Ganze am besten noch mit einem wirklich feinen, meisterhaften jüdischen Humor. Es geht darum, dass zwei hochegoistische Künstler versuchen, eine Liebe zu leben. Wie ist denn das bei euch beiden zu Hause? Brücken bauen. Es geht, wenn es geht, und wenn es nicht geht, geht es nicht. Gibt dafür, es ist die Liebe oder es ist sie nicht. Und die heißt Brücke.